Soll ich aussteigen und mich da verstecken an der Seite? Du fährst dann so hupend langsam hin, ich komme von hinten rausgelaufen und schreit so Überfall. Können wir eigentlich machen. Jolo, was soll's, Alter? Bist du nackt? Nein. Bist du nackt? Das sah eben so aus. Du bist nackt, Alter. Alter, die Fensterscheiben sind ja sogar halb unten voll Ghetto in der Karre. Ja. Ich komm dann hier so krass über die Mauer gejumpt, Alter. Nein, dann stirbst du. Meinst du? Sie kommen. Also was soll ich jetzt machen? Du fährst so gangstermäßig langsam hupend hin oder so. Du lenkst ja. Warte erstmal, bis er erstmal ausgestiegen ist. Sein Freund kommt da? Jetzt auch? Nee, er kommt gerade erst. Sein anderer Freund. Weil die müssen nicht oft verkaufen, das ist es halt. Ja, wenn sein anderer Freund da ist, dann fährst du schon mal los und hupst. Und ich komm dann rausgelaufen und call Überfall. Ja, ich stell schon mit dem Fahrzeug hinter die. Er ist genau. Da, oder? Ja. Hey, bist du bereit? Yo, das ist ein Überfall, yo. Hände hoch, aber ganz zackig. Ey, du auch, nimm steig die Flossen mal aus. Hoch, das ist ein Überfall, Mann. Wenn du mal nicht sprichst wie ein kleines Kind, mach ja die Hände hoch. Mach die Hände jetzt hoch, Mann. Du, steig aus, mein Freund, aber ganz schnell. Ich hab gesagt, mach die Hände hoch, Mann. Und du bleibst am Boden liegen, wenn du aufstehst. Komm, steig aus. Sich andere Seiten auf. Du hast mich gezwungen, dir weh zu tun. Ich hab gesagt, bleib liegen, Mann! Komm raus! Beweg dich nicht! Ich hab schon das Geld von dem hier, beehr dich mal mit dem. So, ich zähl jetzt von 5 runter, dann steigst du aus, oder ich bin gezwungen zu schießen. 5... 4... Bleib am Boden liegen, Mann! Bleib liegen, Bruder! Da passiert dir nichts! Okay, Bruder, der Preis wird hier langsam mir zu heiß. Ich mach mich vom Acker. Bleib liegen, bis ich weg bin. Den krallen wir uns. Schnell weg, ich hab 400 Riesen, Digga. Oh nein, die Cops kommen, oder? Ja, ich glaub schon. Scheiße. Du hast so schnell eine Karte. Ah, nein, dieser Wichser. Hallo, dieser Pisser. Die Bullen! Achtung. Schnell die Waffen in den Kofferraum! Die Waffen in den Kofferraum! Sofort stehen bleiben! Oder wir öffnen das Feuer! Ich hab gar nichts! Ich hab auch nichts! Ja. Lauf weg! Moin! Was ist der Plan, Digga? Ich laber mit denen! Ich hab da nichts gemacht! Ich werd beschossen! Ey, nicht schießen! Leg dich hin, oder ergib dich, oder was auch immer. Da kommt ja einer hinterhergerannt. Killerbiene. Der hat einen Taser in der Hand. Ich bin schon auf dich festgenommen. Okay. Guten Tag. Guten Tag. Ich werde jetzt erstmal kurz mitnehmen, und dann können wir das Ganze erstmal klären. Bitte?
Wir werden sie jetzt erstmal kurz mitnehmen, sagte es. Ja, der Typ da hat meine Diamanten geklaut. Welcher Typ? Der da in dem Fahrzeug hier, in dem großen. Und dann hat er mich noch gerammt. Gucken Sie sich mein Auto an. Ich habe nicht meine Waffe. Okay. Einen Moment, bitte. Ich hab gesagt, er hat meine Diamanten geklaut. Da gute Herr, Sie haben uns die Meldung geschrieben. Wer hat sie denn ausgeraubt? Ja, schon, drehen wir es so rum, dass die schuld sind. Ja, wir drehen. Perfekt, alles klar. Mich, sorry, dass ich mich einmische. Mich haben wir ausgeraubt. Ich bin ja schon öfters ausgeraubt worden, aber noch nie so amateurhaft. Noch nie so amateurhaft ausgeraubt worden. Gut, dass Sie da sind, Herr Wachtmeister. Ich wurde gerade rausgefahren. So, ich werde jetzt erstmal mitnehmen, eskortieren und wir werden das Ganze dann entsprechend im Hauptquartier. Ja, und was ist mit Ihre Fahrzeuge mitzunehmen? Was mit den beiden? Auf den Weg zum Flughafen Hauptquartier zu machen. Die beiden lassen Sie einfach gehen. Jetzt mit meinem Geld. Das kriegen sie gleich wieder. Die zwei lassen sie einfach gehen, diese Kriminellen. Was für Geld, Mann? Wo ist mein Geld, Mann? Gell, wo sind meine Diamanten? Ich will meine Diamanten wieder haben. Kümmern uns da gleich rum. Ich nehme die Herren jetzt erstmal mit und dann kommen sie bitte zum RHQ. Danke. Dann können wir das auch mit dem Geld zum Ersten, brauchen wir. Aber Herr Kollege, können Sie... Genau, dann brauchen wir Ihre Zeugenaussage und dann klären wir das. Können Sie mein Auto vielleicht gerade irgendwie woanders abstellen? Das steht hier, glaube ich, nicht gut. Ja, ist das Ihre Limousine? Ja. Die kann ich eben entsorgen, ja. Ach, das wäre super. Ach scheiße, da ist noch meine Waffe drin, verdammt, nein! Egal, aber ohne Waffen können wir die auch nicht ausrauben, das ist ja schon das Gute. Dann findet er meine Waffe nicht. Ich stehe jetzt auf der Wanted wegen Dings da, Raub, ne? Ach, Raub. Und ich habe 400 Scheine dabei. Ja, die ist, keine Ahnung. Lass sie auf seinen Fall. Wir haben halt nie eingezahlt, das ist unser Geld. Wir sind schon zwei Touren oder so gefahren. Das Essen nicht vergessen, gell? Essen nicht vergessen. Ich wäre fast verreckt. Digga, wir sagen, wir sind zwei Touren Dias gefahren. Aber haben noch nicht eingezahlt, deswegen habe ich so viel Geld dabei. Ja, Mann. Ihr seid so professionell, Mann. Ey, wir machen ja, nur so Scheiß. Professionelle Lügner, ohne Scheiß. Das ist na, guten Tag. So. Ja, warum dürfen die anderen denn hier frei rumlaufen, dieses kriminelle Volk? Hey, mir wird hier schlecht hier hinten. Hast du mal eine Brechtüte? Mit gefesselten Händen kannst du eh nicht. Musst einfach auf die Knie, Pech. Hey, irgendjemand hat hier so krasse Käsefüße, Mann. Mir wird schlecht hier hinten. Einen Moment bitte, um die Käsefüße kümmern wir uns gleich. Seit wann gibt's ein Einhorn-Level, Diablo? Guck mal, Swally, da unten, da fahren meine Diamanten. Ja, Mann, die lassen einfach die bösen Buden ziehen, was ist das denn? Und irgendjemand wäscht sich ja die Füße, Mann. Wir werden das gleich klären, meine Herren. Das mit den Füßen werden wir wahrscheinlich ihre eigenen sein. Das kann schon gut sein, Mann. Wenn man erstmal so oft von der Diamantenmine hierher laufen muss, dann stinkt mir schon mal die Kamellen ordentlich. Was, Ron? Die Herren haben uns gerade sogar noch benachrichtigen können. Das heißt, das war ja anscheinend ein bisschen dilettant. Ja, ich hab halt kein Handy dabei, sonst hätte ich sie zuerst angerufen. Naja, klar. Wie sollen wir denn das gleich? Wissen Sie? Genau, wie sollen wir denn jemanden ausrauben, wenn wir nicht mal Waffen haben? Also, was ist denn das für ein Schwachsinn? Schauen Sie mal in den Ihre Rucksäcke rein. Das werden wir gleich klären. Ich wette, die kommen nicht hierher. Ich wette, die hauen jetzt ab, die kommen nicht hierher. Die haben sie schön an der Nase rumgeführt. Das möchte ich bezweifeln. Das führt mich in das Kämmerlein. Ja, mich auch. Hallo, darf ich bei meinem Freund bleiben? Ich hab Angst alleine. Ein Moment bitte, ein Moment. Wollen Sie mich hier in dem Räumchen betatschen? So, guten Tag. Hallo.
Also, wir machen das ganz einfach. Da ich weiß, dass wir die Herren befallen haben. Der Typ ist ein bisschen abgefuckt. Woher wollen sie das dann wissen? Wenn Personen Meldung gemacht haben. Ja. Das ist ganz einfach. Wenn ich ihren Rucksack jetzt durchsuche und das Geld finde, was den Personen gestohlen wurde und er mir das genau beziffern und belegen konnte, da er dem Diamantenhändler vorher noch das Ganze in Rechnung gestellt hat und eine Rechnung ausgegeben wurde von ihm, dann kann ich auch belegen, dass sie ihn bestohlen haben und damit, und das ist eine logische Schlussfolgerung, ist belegt, dass sie ihn überfallen haben. Dann schauen Sie doch mal. Also, wir... Alles klar, dann schaue ich mal nach. Dann werde ich erstmal hier Ihren Rucksack durchsuchen und dann werden wir das Ganze hier machen. Sekunde. Ich habe weder Geld noch Waffe noch sonst was. Wie soll ich denn hier irgendwen überfallen? So, okay, in dem Rucksack ist auf jeden Fall schon mal nichts drin, das stimmt. Sag ich doch, die verarschen okay, Sie von hinten dagegen? Bis vorne. Ja, das werden wir, wie gesagt, das werden wir gleich klären. Ich habe den dringenden Tatverdacht, dass Sie aufgrund Ihrer Vergangenheit, Sie sind ja auch schon Polizei bekannt. Ich bin Polizei bekannt. Wahrscheinlich, Sie sind Polizei bekannt, das ist richtig. Ich kenne doch Ihr Gesicht. Wir hatten schon mal miteinander zu tun. Ja, echt? Aber um das vielleicht ins Gedächtnis zu rufen, mein Name ist Litus Caletta. Ich bin mittlerweile Wachtmeister bei der Polizei Altes. Vielleicht erinnern Sie sich. Wo war denn das, wo wir uns schon mal gesehen haben? Jetzt muss ich echt nachdenken. Das ist eine Zeit her, ich glaube 2 oder 3 Monate. Da habe ich sie schon mal aufgegriffen bei so einer zwielichtigen Aktion. Gut, ich werde nochmal den Rucksack suchen, eventuell nach Waffen oder irgendwelchen illegalen Gegenständen. Haben Sie denn irgendwas Spitzes noch dabei? Ich meine, oben in der Tasche war es ja nicht, aber vielleicht in den Hosentaschen. Nicht, nee, dass ich mich daran schneide. Gar nichts, ich bin heute ganz legal unterwegs. Okay. Das will ich hoffen. Haben Sie hier einen Schlüssel drin? Ja. Gut, ich werde nochmal zu meinem Kollegen gehen und dann besprechen wir das nochmal. Aber das da ist also, keine Münzrolle, ne? Ja. Herrlich. Sie haben den Notruf bekommen, weil ich kein Handy habe, sonst hätte ich auch einen Notruf bekommen. Der Kollege ist drehen hier alles so rum, ich hinfahre, bin total voreingenommen, also da gibt's ja nicht viel zu sagen. Das ist ja auch allen anders, das zu sein. Schauen Sie sich doch mal an. Ja, und jedes Mal, wenn ich versuche, mich zu erklären, drehen Sie mir alles so rum und schmettern mich so total nieder. Gut, wir haben halt 2 Zeugen, die das sagen, dass sie überfallen haben. Also, ja, ich habe auch einen Zeugen, der muss hier irgendwo auf dem Gelände sein, der kann es ja auch. Wo soll denn der sein? Schönen guten Tag. Wer sind Sie denn? Wo kommen Sie denn her? Hallo, guten Tag. Sound unmuted. Eieieiei, ich bin natürlich schon draußen. Sie sind sicher zum ersten Mal hier. Moment. Sicher? Ja, Sie kommen mir nicht so bekannt vor. Aber ich habe okay. Hab generell wenig, ja, mit der Polizei zu tun, deswegen, ich bin ja ein ganz friedliebender Bürger. Ah, okay. Ja, dann mach heute mal eine Ausnahme, würde ich sagen, oder? Nee, wir wurden überfallen und jetzt drehen die das so rum, dass wir die Bösen sind. Das ist echt gerissen, das mache ich in Zukunft auch so. Also ich meine, so war es nicht gemeint. Okay. Ja, gut, wir haben aber leider einen Notruf von den guten Passanten draußen bekommen. Haben Sie erstmal, wie kann man es betonen? Also ich würde jetzt einfach mal auf der Flucht sagen. Haben Sie beobachtet, wie Sie erstmal wegfahren wollten, dabei einen Unfall gebaut haben? Wir wollten den hinterher. Sah schon ein bisschen verdächtig aus, ne? Na klar, die haben uns beklaut und dann wollte ich den hinterher. Und dann stellt er sich noch quer mit seinem gepanzerten Ding und macht meine Sportlimo kaputt, der Verrückte. Sie haben mit der Sportlimo haben Sie gefahren, oder was? Sehe ich das richtig? Ja. Das ist ein Weg, das lohnt sich überhaupt nicht. Den Scheiß können Sie irgendjemand anderem erzählen, aber nicht hier mit Häftlingen können Sie die erzählen, aber nicht uns. Ne? Was? Ja, gut, gucken Sie mal hier oben auf meinem Kopf, Sie Schlauberger. Da ist alles aufgenommen. Die Tour zeige ich Ihnen nachher mal auf Band. 3 Unfälle, ja, das würde ich gerne 6 Verletzungen sehen, ja. Und es gab ungefähr 100.000 und ein paar Zerquetschte. So. Hallo, Herr Wachtmeister, Ihr Rekrut ist total dumm.
nicht wirklich ertragreich. Ja gut, das ist halt eine gute Frage. Das kriegen sie wahrscheinlich die Stunde. Ich weiß nicht, warum jemand, der eine Person ausgeraubt hat, sich auf einmal quer auf die Straße stellte, anstatt sich vom Acker zu machen. Das ist ein bisschen... Ja, damit er uns die Scheiße in die Schuhe schieben kann. Der hat es ganz schlau gemacht. Ich weiß nicht, ob man sich da so die Mühe macht. Okay, ich frage jetzt Sie mal ganz ehrlich. Würden Sie sich von einem Unbewaffneten ausrauben lassen? Wie soll denn das gehen? Ja, gut, Sie können uns jetzt erzählen, dass Sie unbewaffnet waren, aber wir wissen ja nicht, was Sie schon weggeworfen haben unterwegs, ne? Man soll... Man soll ich schnell aus dem Fenster geworfen, als wir weggefahren sind, was weiß ich, ja. Also, das ist alles möglich. Also, dann wird die Waffe da ja noch liegen. Es gibt ein Meer daneben, es gibt viele Büsche, einen Gullideckel, wo man was reinwerfen kann, Mülleimer. Ja, das ist Wasser, das Meer, ne? Das ist schon, also mit einem guten Schwung ist die Waffe schnell im Meer, ne? Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Wissen Sie, wie teuer so Waffen sind? Die schmeißen doch nicht einfach weg. Erstmal viel Zeit in Anspruch. Stellen Sie sich vor, ein Kind findet die Waffe. Was ist denn dann los? Also, was denken Sie denn von mir? Als würde ich hier eine geladene Waffe... Dran schuld, ja? Als würde ich eine geladene Waffe wegschmeißen. Also, das ist jetzt mal eine ganz dreiste Unterstellung hier. Naja, ich habe es Ihrem Kollegen schon gesagt. Sorte wie Sie... Wie Sie es sind, ist uns schon so bekannt. Also, das heißt dann solche wie Sie? Nichts vorspielen, ja. Ja, Ihre Märchen hier, können Sie dann in der Kinderstunde erzählen. Ja, solche wie Sie sind ja auch bekannt. Solange ich gefesselt und unbewaffnet bin. Wird ein bisschen heiß. Wenn ein paar Personen hier sind, kann ich Ihnen erstmal was Gutes tun, ein Glas Wasser, irgendwas zu essen. Ach, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Sowas zu essen wäre schon ganz nett. Mit Zucker. Ich bin unterzuckert. Gut, ein Donut könnte ich Ihnen anbieten. Oh, das ist ja super. Was machen Sie? Mit schönen Zuckerguss. Was machen Sie denn mit meinem Kollegen? Der ruft nach Hilfe. Ja, guck mal, ja, ich glaube, der ist ein bisschen über der Spur. Was, der wird zusammengeschlagen? Stimmt das? Was ist denn mit Ihren Kollegen los? Oh, ich fütter Sie erstmal ganz kurz. Also, Sie sind ja ganz nett. Oh, korrekt, danke. Oh, schon viel besser. Oh, da geht der Kreislauf gleich wieder nach oben. Das ist toll. Ich glaub nicht, dass Ihrem Kollegen irgendwas passiert. Wir haben hier mehrere Kameras in den Ecken. Okay. Ich meine, selbst, ich glaube nicht, dass die Kollegen so nachsichtig sind. Weil der kann schon manchmal anstrengend sein, aber nicht, dass die ausflippen. Nee, um Gottes Willen. Ich gucke mir das mal ganz kurz an, was da drüben los ist. Ja, halten Sie Ihre Kollegen mal zurück. Microphone activated. Herr Kollege, wie sieht's denn mit dem Herrn da vorne raus? Ja gut, bleib bei seiner Story. Digga. Ja, was ist los? Die wollen mich in irgendeine Psychiatrie bringen. Das ist schon wieder Witzer. Die wollten aus mir irgendwas rausholen, dass ich irgendwas gemacht habe. So, jetzt so, ah ne, der bleibt bei seiner Story, so ein Scheiß. Der andere, der Rekrut hat mich die ganze Zeit niedergeschlagen, der wollte ein Geständnis aus mir prügeln. Oh, Sie lügen meinen Kollegen an, das werden wir jetzt ändern. Ich lüge hier überhaupt niemanden an. Naja. Lügen überhaupt nicht. Außer deshalb. Ja, ein Kollege wurde das. Du musst einfach Geld permanent bei deiner Story bleiben. Wir haben den Nachweis vom Händler, dass die Rechnung ausgestellt wurde von den Herren, die da vorne ihre Zeugenaussagen gemacht haben. Also warum labern sie so einen Scheiß? Oh Gott, ich muss lachen. Ich laber keinen Scheiß. Das ist echt eine Frechheit. Ich kann jetzt nicht mehr ernst bleiben. Das ist leider belegbar, dass das Quatsch ist. Also, entweder geben Sie die Mittäterschaft bei dem Raub zu, oder wir werden das Ganze durchsetzen, dass Sie auch noch versuchten Mord bekommen. Was halten Sie davon? Versuchten Mord? Sind Sie verrückt? Jetzt wollen Sie mir was anhängen, oder wie? Ich hätte gerne einen Anwalt. Der ärztliche Dienst konnte feststellen, dass die Geschädigten auch Schusswunden aufwiesen. Und diese Schusswunden sind, da Sie den Raub ausgeführt haben mit ihrem Kollegen zusammen, mit sehr großer bis absolut sicherer Wahrscheinlichkeit von Ihnen. Ist richtig. Wahrscheinlichkeit. Er hat gerade Arschloch gesagt. Er hat, glaube ich, gerade ganz leise Arschloch geflüstert. Hast du mich auch gehört? Das glaube ich auch, ja. Ah, okay, also Waffenbeleidigung kommt auch noch dazu, oder? Also, aber jetzt werde ich verprügelt. Müssen Sie sich nochmal überlegen.
Also, wenn ich auf jemanden geschossen habe, dann würde ich gerne die Tatwaffe sehen. So. Und jetzt kommen sie. Ja, die Tatwaffe wurde vorhin von mir konfisziert, da sie in ihrem Rucksack war. Ich meine. Vorhin haben sie noch gesagt, in meinem Rucksack ist nichts. Also jetzt langsam widersprechen sie sich ganz schön. Nein. Ja. Habe ich nicht. Nein. Vito, guck doch nochmal den Rucksack nach. Ja, guck ruhig rein. Du da in dem kleinen Fach, was du übersehen hast. Ach, was ist das denn hier? Ja. Auf einmal ist da eine Waffe drin, ne? Auf einmal ist da eine Waffe drin. Wo ist da eine Waffe drin? Ich würde gerne mal in meinen Rucksack gucken. Sehen Sie die hier? Das ist eine Pistole. Das ist Ihre Pistole, die haben Sie gerade aus Ihrem Holster gezogen, sagen Sie mal. Was ist denn das für eine billige Nummer? Das müssen Sie mir erst mal nachweisen, dass ich die aus meinem Holster gezogen habe. Entschuldigung. Also, es gibt eine Solarium. Das ist überhaupt nicht lustig, das ist gerade ernst, ja. Okay? Sie können das zugeben oder wir weisen ihn den versuchten Mord nach. Das ist ganz einfach. Stirbt gleich. Oh Gott. Glauben Sie, wir schrecken davor zurück, Videobeweise zu fälschen, wenn wir eine Waffe hier ziehen, aus dem Zauberhut. Also. Vito, ich muss mal schnell meine neue Waffe kaufen, das habe ich irgendwo verlegt. Ja, natürlich. Das wird ja immer besser hier. Ja, sie landen gerade mit mir im Gefängnis. Na gut, okay. Also, was wir auf jeden Fall einwandfrei nachweisen können, ist ein versuchter Raum. Und da, glaube ich, sind wir uns beide einig, dass das wir müssen ja nicht übertreiben, aber den sollten wir vielleicht eingestehen, denn der ist definitiv überführbar. Ich sag mal so, ich war vielleicht maximal ungewollt Fluchtwagenfahrer. Maximal ungewollt Fluchtwagenfahrer. Ja gut, damit machen Sie mich ja zur Beihilfe schuldig. Beihilfe ist ja auch nicht so schlimm, wie den Raum selbst ausgefüllt zu haben. Das hat der Kollege ja, aber die Beihilfe wird Ihnen auf jeden Fall zu stehen kommen entsprechend. Was kommt mir zu stehen? Sind Sie sich darüber klar? Also bei mir steht noch nichts, aber mal gucken, was noch passiert. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ob sie von Männern erregt werden, aber eigentlich das nicht. Das ist ein Thema nicht für ein Verhörzimmer in dem Fall. Eigentlich nicht, aber ihre Art kommt so gut an bei mir. Na, sehr schön. Also der Kollege wird Ihnen entsprechend den Raub bzw. den versuchten Raub zur Last legen und dann können Sie sich auch Ihrer Wege machen und sollten das nächste Mal vielleicht daran denken, den Herrn, wenn Sie schon jemanden ausrauben, die Kommunikationsmittel abzunehmen. Das wäre der erste Schritt, um einen erfolgreichen Raub durchzuführen. Eigentlich sollte man das als Polizist nicht sagen dürfen oder müssen, einem Verbrecher, wie er seine Arbeit richtig zu machen hat. Aber ja, aber der Tipp ist echt gut, Mal vielleicht anders. Ja, ich meine, wir haben ja tagtäglich damit zu tun, also das sollten Sie sich vielleicht das nächste Mal bedenken. Der Kollege wird Sie dann entsprechend abfertigen. Ja, wir sind eigentlich nicht so die aggressive Truppe, weißt du, stell dir vor, zum Beispiel die Oma ruft an, weil sie Schmerzen in der Brust hat, ja, und dann stellt sich raus, sie ist nur mit dem Einkaufswagen über die Nippel gefahren, ja, also, der muss ja auch irgendwie erreichbar sein, der Junge. Das sollte man nicht machen. Na gut, also ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei den nächsten Schandtaten. Wir sind auf jeden Fall zur Stelle, wie Sie gesehen haben, auch ziemlich schnell. Also ja, super. Sollte man sich das eigentlich überlegen. Ich freue mich. Ja, alles klar, gut. Es war ja nur ein Test, ob sie auch schnell Millionen, da sind und so, ne? Millionen Fußgeld oder so. Ja, gut, jetzt genau, mal. Genau. Das wäre noch schöner. Nein, so einfach können wir unser Geld nicht verdienen. Kümmern Sie sich um den versuchten Raub, Sie wissen, was das heißt, und dann können Sie den Herrn gehen lassen. Ich glaube, der hat eingesehen mittlerweile. Ja, das kommen die wieder vor und Moment, sie machen echt einen Top-Job. Gut, da wir jetzt ein bisschen einsichtig waren. Und mein Kollege. Das ist echt gnädig, wo muss ich unterschreiben? Ach, Sie haben es schon eingezogen. Ach, ja, super, super. Mal. Per Lastschrift, alles klar, geht auch, bin ich auch mit einverstanden. Ja, per Last, genau.
Also wie gesagt, mein Kollege hat im Funk gemeint, dass sie eingeschickt waren und das Gespräch ein bisschen lustig mit ihnen war, kommen wir auch ein bisschen entgegen mit dem Preis. So mussten gut. Jetzt erstmal nur die Hälfte zahlen, mussten erstmal nur die Hälfte zahlen. 50% Rabatt ist ja besser als bei Müller, ist unglaublich. Ja, ja, also es war schon, sagen wir mal so, eine kleine VIP-Behandlung. Womit habe ich das denn verdient? Und ja gut, wie gesagt, gegen Ende ein bisschen einsüchtig, wenn man das so mal sagen darf. Und ja, war jetzt auch kein anstrengendes Gespräch. Es gibt Leute, die sind halt nur am Rumbrüllen oder was weiß ich und... Ach Quatsch, das ist doch viel zu anstrengend. So, Sie machen ja einen Top-Job. Kleinen Moment. Ach, so, super. Ich mache gerade noch die Tür für Sie auf und dann dürfen Sie erstmal raus. Das ist ja besser als in jedem Hotel, ey. So, Herr Wachmeister ja. Und Herr Rekrut, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Wo ist denn überhaupt mein Kollege jetzt hin? Der Kollege wurde eingewiesen in die geschlossene. Wieder wurde eingewiesen. Der sich verhalten hat. Der wurde eingewiesen. Oh, ich kann nicht ohne ihn. Wo ist er? Die Kollegen haben ihn in die geschlossene gebracht. Naja, da müssen wir einmal zum Krankenhaus, ne? Zum Krankenhaus? Wo ist denn das? Ah, ich ging mal da hinten. Ja. Ich finde es schon. Super. Ja, das ist leider nicht das Richtige. Ich frag mal kurz, ich funk mal kurz durch, wo die Kollegen ihn hingebracht haben, in welches. Sag mal, Zwolli, wo bist du? Im Knast, Alter. Im Knast? Ja, die haben mich hier ausgesetzt und weggeflogen, nachdem sie mich getasert und geknüppelt haben. Ich dachte, die haben sich ins Krankenhaus gebracht, sagen die. Ach, okay. Laut internen Kollegen, die haben über den Waterboarding gemacht und so. Statische bzw. forensische direkt die wollten das Geständnis aus mir raus in der Nähe von Kavala einweisen. Ich bin lassen. Hart geblieben, hart. Das heißt, er befindet sich da auf jeden Fall auf der Krankenstation nicht direkt im Gefängnis, sondern also nicht direkt in der JVA, sondern an dem angelagerten Trakt. Aber ich glaube, die werden den auch wieder mitnehmen. Ich würde dann dem Herrn einfach eine SMS schreiben an ihrer Stelle und ihn fragen, wo er denn abgesetzt wurde. Ich fahre ihn dann mal abholen, ne? Er muss ja dann irgendwo bei Kavala in der Umgebung sein, ne? Genau. Und das nächste Mal aufpassen, denn sonst sind die Cops vielleicht diejenigen, die ihm eine Waffe unterschmuggeln, um ihm einen Mord nachzuweisen. Nee, das geht so gar nicht. Also deswegen kam ich irgendwas unter. Ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung, ich fand auch nicht, dass es nach deiner Dienstwaffe aussah. Nee, meine ist ein bisschen auf keinen Fall. Mehr schwarz an der Seite von den ganzen Schüssen. Ja, sehe ich auch so. Bevor ich hier gleich wirklich irgendwas hier hinten reingesteckt bekomme von euch, gehe ich lieber mal. Nein, gut. Also, schönen Tag. Ja, ich drehe ich nicht mehr den Rücken zu. Ja. Ich weiß, was dabei rauskommt. Nicht so weit rückgeschlafen, nicht so viel, wie ich reingesteuern. Genau. Nicht, dass sie aus Versehen von der Begrenzung erschossen werden. Ich muss schnell weg hier.